Und herzlich willkommen bei Folge Nummer 16 von Final Fantasy 8 Remastered. Mein Name ist Christian Angel 3000 und ich begrüße euch bei meiner Reunion oder Wiedervereinigung, wie man es auch bezeichnen kann. In der letzten Folge haben wir den Galbadia Garten besucht und herausgefunden, dass anscheinend Cypher hingerichtet worden ist. Ja, so, genau. Und ja, wir haben einen neuen Auftrag bekommen, wir haben einen Scharfschützen dazu bekommen in unsere Gruppe und unser Auftrag heißt jetzt ein Attentat auf die Hexe führen. Bevor wir aber das machen, werden wir hier mal eine kurze Abzweigung machen, eine andere Stadt zu besuchen, bevor wir in die Hauptstadt zurückgehen. Und wir wollen jetzt hier in dieser Folge definitiv mal die Stadt Dolet mal erkunden, anschauen, was da uns alles ist und ob da irgendwas noch zum Einsammeln gibt. Und ich würde sagen, wir laufen direkt los und let's go, Leute. Na toll, gleich der erste Kampf hier. Prima! Yeah! Wir machen die gleich erstmal hier fertig, hier komplett. Und in der Folge tun wir halt jetzt mal ein bisschen auch ein bisschen leveln etc., weil wir ein bisschen vorankommen. Weil es gibt halt hier auch, dass wir nächstes Mal ein bisschen mehr haben, was das angeht. Weil die Gegner werden ja auch immer stärker. Und wenn wir da nicht mitwirken, dann sieht es irgendwann schlecht für uns aus. Nein, das war schon 25, okay. Und der Ding. Guck, wie sieht der aus hier? Das ist schön. Das habe ich halt gemeint, ja. Die stecken noch viel zu viel weg. Gibt's doch nicht. Stirbt der nicht? Geht drauf! Ich hol gleich ein GF raus, also ich kann da gerne gehen, ja. Ah ja, doch nicht. Alter, zack. Jetzt aber. Immer noch. Nein, ich schlaf. Verdammt, einer ist ausgefecht. Okay. Okay, wie machen sie auch das jetzt? Ja, der Nachteil ist einfach, wenn man Schlaf hat, dann... Ja, es ist das Problem, dass dann halt ja nicht aufwacht, den Elementzauber auf ihn gewirkt werden. Das ist halt immer das Problem. Ich würde ihn nicht killen. 63, oh Gott, das ist nicht euer Ernst. Alles gut, okay. Wieder Blitz. Wieder aufs Korn. Ja, zack. Wir müssen einfach. Squall hat gar nichts gemacht. Zaubersplitter. 3 AP. Gut, aber bevor wir jetzt hier weiterlaufen, würde ich sagen, tun wir uns erstmal heilen. Hm.
alles klar. Und weiter geht's. Ernst jetzt? Ich hab doch gerade erst gekämpft. Wollt ihr mich verarschen? Chance auf Erstschlag. Okay, diesmal mal Ifrit. Shiva und... Jetzt hab ich keine Zeit für sowas. Kann ja nicht angehen. Diamantenstab. Wir haben erst was. Das Lustige ist, wir haben erst gerade gekämpft, kurz Items gemacht und dann gleich wieder. Das ist doch. Oh. Also, wie ist die Randomizing hier so schlimm oder wie? Auf einer Seite ist ja gut, aber so kommen wir nie in Dolly an. Einer mehr. Kill macht. Auf jeden Fall gespannt. Nein. Es muss echt wirklich noch Ifrit raus. Das ist echt nicht normal. Normal ist anders. Im Endeffekt müssen wir nur durch den Wald und dann auf die Straße und dann können wir gemütlich nach dort entlaufen. Das ist so dreist. Das ist so dreist. Aber da müssen wir jetzt los. Oh, wir gehen gegen den Punkt da. Dass wir hier extra ein DF rausholen müssen. Für 100 HP-Punkte. Das ist schon ein bisschen traurig. Jetzt gehe ich wieder ein Item rein. Wenn ich gleich wieder einen Kampf kriege, drehe ich durch. Es kommen erstmal andere Gegner. Das ist nicht normal. Okay, wir machen als erstes die Methode. Soll er doch machen, wie er will. So. Ja, ist okay. Alles gut. Mein Freund. Ey, haben die manchmal irgendwie... verschiedene... HP-Angaben? Wieso darf er zweimal? Das ist nicht gerecht. Was hat er denn da? Oha, okay. Es geht drauf. Dankeschön. Wieso mache ich so wenig Schaden? 31. Ich sollte vielleicht mal meine Attribute meinen Damen. Das ist viel zu wenig. 30, 30. Leute, also ich hatte doch schon mal über 100 Angriffsstärke gehabt. 87. Bei 700 HP ist es doch, das ist ja ewig, Leute. Da müssen wir echt was ändern. Ich glaube, ich tue doch mal alles anders koppeln und dann mal alles auf Stärke stellen. Das kann ja nicht sein. Das sind viel zu schwach. Viel zu schwach für diese Welt. Vielen Dank dafür. Nee, ist er nicht. Ja, okay, der macht jetzt auch nicht so viel Schaden, aber der eine Schaden war doch schon heftig. Also 195, fast 200 Schaden hat er ausgeteilt. Das ist doch nicht so
will einfach nicht sterben. Die kleine Made. Todeshauch. Die Attacke ist echt. Jetzt endlich. Okay. Jetzt tun wir mal ganz kurz mal ändern auf Stärke. Alles umstellen. Kann ja nicht sein, wir sind jetzt Zaubersplitter, 3 AP. So. Wir müssen koppeln hier. Optimal auf Stärke. So. Dann optimal auf Stärke. Optimal auf Stärke. So, weiter geht's. Hier durch. Durch den Wald. Auf die Straße. Bevor wir auf die Straße kommen, müssen wir nochmal kämpfen. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, das ist gerade kein Gegner. Guck, ob die jetzt mehr Schaden machen. 75. 191. Sieht das schon ein bisschen anders aus? Nicht immer auf HP gehen, sondern einfach mal auf Dings gehen. So, erstmal hier auf die Straße. Aha, auf dem Straße eher weniger. Ist halt eher am Weg. Aber ja. So, wir sind ja gleich da. Es dauert nicht so lange. Dollet ist jetzt nicht so weit entfernt, wie ich gesagt habe. Hier ist der andere Bahnhof, der hätte man komplett vorüberfahren können. Hätte ich vielleicht gleich mal Anfang machen sollen. Hier auf der rechten Seite ist dann die schöne, ja, der große Sendeturm. Und somit sind wir hier in Dollet. Wenn sie uns im Wagen nehmen, ist es schneller und sicherer für 3500. Nein, danke. Ich möchte nicht so einen Wagen haben. Ja. So, die Stelle kennen wir ja. Sieht das auch mal ein bisschen belebter aus. Komisch, wir wollten uns doch hier immer hier treffen. Was macht mein Schätzchen? Gute Frage. Und nochmal Geld. Schweigen. Okay. Squall hat gekoppelt. Einfach so. Oh, die Galbianer irgendwann wieder einmarschieren werden? Es ist gut möglich. Sie geben sich bestimmt nicht nur mit den Sendesohn zufrieden. Nur Angehörige der Galbadia-Truppen haben hier Zutritt. Okay. Was ist das? Ein Hotel? Okay. Ich möchte hier durchlaufen. Willkommen. Sie können Ihr Zimmer am Empfang reservieren. Und was kostet das? Okay. Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserem Hotel. Übernachten 100 Geld. Machen wir mal. Komm. Gucken wir mal, ob ich da reinkomme. Genau, da haben wir ein neues Tempa-Maniacs gefunden und gelesen. Sehr schön, haben wir das auch geklärt? Die Clear. Vielen Dank für euren Besuch. So, wir haben unsere HP dann dadurch auch ein bisschen erhöht. Da ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Das muss man merken. So. Oh, das Auto wieder ganz. Gefällt dir mein Wagen? Ich habe den neulich gekauft. Ja, der andere ist ja kaputt gegangen, wa? Das Auto ist so cool. Mein Freund soll mir so einen kaufen. Shop. Was gibt's denn hier? Okay. Junk Shop. Was gibt's hier? Ah, hier kann man die Waffen kaufen. Wir können hier das kaufen. Nice. Perfekt. Und da brauche ich halt immer noch Eisenrohr. Ich habe keine Ahnung, woher. Ich habe keine Ahnung. So, die Frage ist, wie war denn das nochmal? Wie konnte ich die Waffe ändern? Status? Nee. Also, es ist schon auf die neue Walküre, okay. Geht wohl automatisch. Pflege. Der hatte Maverick. Okay, ich dachte, man kann die Waffen auch noch ändern. Tutorial. Da muss ich mal gucken. Na, so, weiter geht's.
So, wer ist das denn da? Okay. Es ist aber spät. Er ist aber spät dran. Unser Stammlokal ist bald gegangen. Ich habe ihm gesagt, dass wir uns deswegen vor der Kneipe treffen wollen. Tja. Der steht woanders. Dein Hund. Eine Katze. Was ist hier los? Was? Ein weißer Knochen? Was ist das für ein Gekritzel? Warum schmierst du mein Bild immer dann voll, wenn es fast fertig ist? Schluss, aus, finito. Ich brauche Abwechslung. Ich gehe zum Strand. Das nächste Mal werde ich dich am Hals kitzeln, verstanden? Weißer Knochen, dieses Motiv kenne ich. Ich hasse normale Bilder. Der weiße Knochen ist Kunst. Meine Originalität. Ein Künstler braucht schöpferische Ideen. Das meinte doch mein Opa. Ja, aber nicht so. Hier war doch mein Hund. Wo ist er geblieben? Katze. So, hier geht es eigentlich runter zum Strand, wie man es noch erinnern kann. Genau. Wo bist du? Hier? Wo bist du? Huch. Mensch, Alter, stör mich nicht. Was? Alter? Ach, falsch. So, wo steckt wohl mein Bruder? Okay. Hier, meinst du nicht, dass die Stadt sauber geworden ist? Du weißt die Arbeit eines Profis zu schätzen. Da sitzt einer. Wieso komme ich da nicht zu dem nur hin? Oh, hier ist das kaputte Ding. Er zeichnet bestimmt das geheime Versteck für den Hund hinein. Mein Enkel kritzelt immer irgendwas rein, wenn ich ein Bild fast fertig gemalt habe. Ob er mich nicht mag? Das glaube ich nicht. Okay, Leute. Wir gehen wieder in die Stadt zurück. Ich muss mich erstmal ausstrecken hier, meine Füße. Oh ja. Ah. Ja, ich werde alt. So, guck mal da rein. Nee. Ah, haben Sie es gefunden? Hast du lange gewartet, Schätzchen? Nein, überhaupt nicht, mein Schatz. So, was ist eigentlich hier los? Ein Glas nach der Arbeit ist immer was Feines. Was laberst du denn da? Du bist doch schon seit heute früh hier. Wirklich? Das ist halt so. Was meinst du mit das? Ich meine, das ist doch besser, wenn wir alle in Frieden leben. Ja? Ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nun? Speicherplatz. Und da ist ein Timber Magazine. Oder? Ne? Wollen wir. Was denn? Haha, wenn ich das wüsste. Okay, pass mal auf. Ich weiß, was er ist. Ha, halt, da geht's zu meinen Privaträumen. Gut. Wir speichern hier.
Was mir eigentlich auch einfällt, in der vorvorigen Mission, oder Folge, waren wir mit Laguna unterwegs und da habe ich einen Fehler gemacht. Also 100% wird es wahrscheinlich hier nicht mehr werden. So, wollen wir? Klar. Willst du das wirklich? Ja doch. Scheinbar kennst du die Regeln hier nicht geläufig sind. Warum nehmen wir die Galbadi-Regeln nicht hinzu? Karten spielen. Wir haben gespeichert. Easy. Random und Kacke. Da ist was ich will. Da ist was ich brauche. Wir werden es nicht schaffen in dieser Welt. Minus 1. Ist schon klar. Minus 1. Minus 1. Und wir haben verloren. War so klar. Nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Wir wollen diese Karte haben. Das ist aber das Problem, dass hier die Regeln scheiße sind. So. Sicher. So, dann. Nee, die finde ich auch nicht. 4. Ja. So. Ich werde meine Karte übernehmen. Genau. Ich habe so scheiß Karten, Leute. Ich habe so scheiß Karten. Plus machen. Ich hab so scheiß Karten. Wir werden kein nichts erreichen. Oh, doch. Wir haben gewonnen. Wow. Wir nehmen Doktor. Okay. Okay, wir sollen ihnen folgen. Achso, dann macht es automatisch. Ah. Aber ich gehe erstmal zurück. Speichern. Wir werden ihn gleich wieder bekämpfen müssen. Wegen der Shiva-Karte. Shalvia oder wie der heißt. Ich habe keine Ahnung. So. Da! Zurück. So. Ab nach drüben. Die Wartesammlung. Hier ist nichts Besonderes. Hier liegt ein stark verdrecktes Buch. Lesen. Ich traf sie zum ersten Mal, als das Klima etwas wärmer wurde. Ich habe das erste Mal verloren. Der Sommer ist nun vergangen. Sie hat mich schon wieder besiegt. Warum schafft sie das? Die Blätter färben sich rot. Ich kann sie immer noch nicht schlagen. Wie oft muss ich noch verlieren? Als es zum ersten Mal geschneit hat, habe ich ihr einen Antrag gemacht, ohne einmal gewonnen zu haben. Ich habe es mir nie vorgestellt, dass ich sie einmal heiraten würde. Im Haus wird sie das Sagen haben. Ja. Kleine Notiz lesen. Ich hörte, dass man aus Heckenschlangen einen grandiosen Wein herstellen kann. Als ich mit meiner Freundin einen Empfang wollte, wurden wir fast getötet. Wir haben sie danach zubereitet. Es schmeckt besser, als wir dachten. Aber die Farbe des Getränks ist etwas unappetitlich und die Jagd sehr mühselig. Okay. So, was ist hier los? Training Card. Du bist der Zweite, der als Gewinner hierher kommt. Der Erste war... lassen wir es. Der Gewinner bekommt alles. Das war das höchste Gebot bei den Kartenspielern. Dem werde ich auch Folge leisten. Nehmen bitte alle meine Karten auf, wenn sie etwas veraltet sind. Heulende Karte 5. Popcorn Karte 4. Kühlkarte 3. Heckenschlange Karte 2.
Faktorkarte 1. Ach ja, sag dem Alten bitte nicht, dass du der Zweite bist. Verstehst du, was ich meine? Ich will nicht, dass er traurig wird. Okay. Dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal zurück, nur mal kurz speichern, dass wir das ganze Gespräch mal überspringen können. Weil immerhin, schauen wir mal, ob wir jetzt vielleicht die Karte kriegen. Das wird jetzt ein bisschen ein Krampf werden wahrscheinlich. Aber wir haben 10 Stunden erreicht, Leute. 10 Stunden zocken mit Final Fantasy 8. Ich bin begeistert. So. Ab nach drüben. Du scheinst Regen zu kennen. Ja, da, 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 da. So. Was hat er. Die Karte rausgelegt. Ich halte sie im Kopf nicht aus. Ja, machen wir das so. Ich will nicht verlieren. Die haben plus 1, siehst du. Wer hätte das gedacht? Also plus 1 ist dann 4. Scheiße. Okay. Feuer hat er wieso keins? Kann ich das so machen? Und jetzt bleibt es entwickelt stehen. Unentschieden. Ja, weiter geht's. Ah, okay. Neue Karten. Da ist er. Unsere Chance, Leute. Unsere Chance. Feuer. Auf Ass. Pepem. Plus 1. So, Rubindrache 7. Dann wären wir auch auf 8. Aber diese Karte werde ich nicht schlagen können, weil uns die Punkte dafür fehlen. Deswegen machen wir das so. Wir tun uns absichern. So, dann wollen wir nochmal sicher gehen. 3. Ja, komm, machen wir es. Hätte minus 1 wahrscheinlich sein, dann wäre es auf 5. Ja, die kann niemand schlagen. Okay, dann. Fuck. Okay, das habe ich kacke gebaut. Jetzt muss ich gucken, welche Karte ich schlagen könnte. Eigentlich gar keine. Dammit. Wenn ich jetzt hier 7 mache, wenn er dann 1. Das sieht schlecht aus. Müssen wir riskieren. Minus 1. Unentschieden schon wieder. Dammit! Schon wieder nicht dabei. Shit, shit, shit. Ich hab nur Kacke hier. Wieso hab ich so viele Karten? Da unten wäre Stein gewesen. Okay, hat er schon genommen jetzt hier. Ich kann nicht angreifen. Das ist so eklig. Ich will nicht unbedingt diese Karte verwenden. 4. 1. Wenn ich da jetzt reinmache, kann ich die nicht umwandeln. Ich habe noch andere Karten. So, okay. 7, dann wäre minus 1. Schlecht. Schlecht. 5 auf 4. Wenn wir mal auf die schlechteste Karte. Die hier weg. Da kann er wieso keiner schlagen. Dann mache ich jetzt hier 5, 5, 5. Machen wir nochmal unentschieden. So, okay. Es wird ein harter Ritt jetzt, Leute. Es wird ein harter Kampf. Random Karten sind kacke. Ich hasse Random Karten. Guck mal, wie. So einem miesen Deck kannst du ja nichts gewinnen. Und die will ich nicht unbedingt verwenden. Ja.
klar, dass er die Karte da hinsetzt, dass ich nicht angreifen kann. Machen wir so. Machen wir so. Komm, oben. Ja, so klar. Ich kann nichts machen. Verloren. Und er kriegt diese Karte. Alles klar. Du kannst mich mal. Ich habe ja nichts gewonnen, auch nichts verloren. Also alles gut. Ich hasse aber das Random-Ding ist so kacke. Wenn du zu viele Karten hast, dann ist es die Garantie immer dabei, dass du halt, ja, immer eine verlierst. Nein, hallo, wo bist du hin? Wir werden jetzt auch mal ein bisschen überziehen, weil ich möchte die Karte haben. Da ist sie wieder, okay. Ich hätte sie vor uns angreifen sollen, direkt. Das war mein Fehler, den ich jetzt leider ausbügeln muss. Irgendwie. Ich muss mich sichern erstmal. Ich muss gucken, dass er einen Fehler macht. So, 7. 1, 1, 1, 1. Er kann alles angreifen dann. Außer ich mache das so vielleicht. Vielleicht habe ich Glück. Abwarten und Tee trinken. Dass er den Fehler macht. Ja. Unentschieden schon wieder. Immer wenn es drauf ankommt, krieg ich die Karte nicht. Ich will nur die eine Karte haben, Leute. Da ist sie wieder. Und ich fange an natürlich. Mit einem miesen Deck. Das kann. Ne, die tut nicht angreifen. Okay. Weil er tut nicht angreifen. Jetzt bin ich verwirrt. Ich will nichts drauf anlegen. Okay. Okay, hab gewonnen. Bam, und her damit. Und fertig. Wir gehen wieder. So. Ja, hat sich verbreitet. Eine Klappe. Scheiß Regeln. Gut, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben die besondere Karte erhalten. Und jetzt kackt das Spiel ab. Das wäre so mies. Das wäre so dreist. So, wir hauen wieder ab. Wir haben die Stadt erkundet und wir würden jetzt sagen, jetzt gehen wir einfach komplett zurück. Wieder zu diesem Punkt, wo wir angefangen haben. Wir haben ein Ziel erreicht, das ich eigentlich gar nicht im Kopf hatte. Wir haben auf jeden Fall eine neue Karte. Und das ist schon mal viel wert. Wir können schon wieder ziehen. Schweigen. Renoir. Hat nichts zu sagen. Ein weißer Knochen. Es könnte etwas sein. Nachschauen. Potion erhalten. So. Okay. Weiter geht's. So. Und somit, ja, gehen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir aufgehört haben oder angefangen haben. So. Auf geht's. Überall Strand. Warte mal. Das ist D-Links. Ah, nee, dann. Ah, okay, alles klar, da passt's. Okay, ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt hier hoch durchs Feld laufen. Aber noch nicht. Das kommt erst noch. Das ist in der nächsten Folge. Wenn ich richtig liege. Wird das ein harter Kampf. So, dann hier durch. Nochmal Geld. Stufe abwärts. Ist egal. Halb so wild. Wir haben ja schon genug Geld gesammelt eigentlich. Gut. Dann auf geht's. Die
neue Waffe. 95. Ja, sehr viel wird wahrscheinlich am nächsten mit 4 Schaden machen. Da habe ich mich nur gedacht. Alter, haben wir kein Eisenrohr. Mal gucken, ob wir überhaupt ein Eisenrohr kriegen. Oder von wem oder von wo. Das ist halt die gute Frage. Ich habe keinen Plan. Jetzt ist er tot. Sascha. Level up. Schraube, Windfeder. 5 AP, wow. Siren Lebenswandler. Sehr schön. So, dann gehen wir auf G. So. Lass mal einfach drin. Sollte passen. Jo. Gut, wir sind hier angekommen. Sieht nicht gut aus. Was meinst du? Ich meine den Krieg, es im ganzen Land geht. Also, okay. Was sagt der Hexen? Hex, Hex. Okay, hier gibt es jetzt nicht mehr viel zu tun. Der Zug fährt weiter ab. Ich fliege wieder raus. Und da würde ich sagen, machen wir hier Schluss und somit verabschiede ich mich hiermit mit Folge Nummer 16. Hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Wir haben die besondere Karte erhalten, die ich unbedingt wollte. War eigentlich gar nicht geplant, dass es dort ist. Habe ich schon eigentlich komplett vergessen. Also auch Zufall für mich und Vorteil für mich sozusagen. Aber egal, wir haben es erreicht und somit verabschiede ich hiermit mit Folge Nummer 16 von Final Fantasy 8 Remastered auf der PlayStation 4. Und würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, euer Feedback ist wichtig, der Support ist kein Mod und somit verabschiede ich mich hiermit. Wiederschauen, reingehauen, bis zur nächsten Folge. Und dann geht's ab nach D-Link City und zu den Gräbern und sonstiges alles andere. Viel Spaß. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschalten tut. Also dann, wiederschauen, reingehauen, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Nature 3000. Ciao.